Auf der Eisbahn übten stämmige Mädchen in kurzen Röcken Tanzschritte nach Schlagern, die ein junger Mann auf einer Ziehharmonika spielte. Die Lautsprecher waren stumm, die taube Alte hatte ihre Schallplatten bereits weggepackt. Die Sonne ging hinter ausgefransten Wolken unter. Arkadi schlenderte durch den Park zum Riesenrad. Ein altes Ehepaar saß erwartungsvoll in einer Gondel auf halber Höhe. Der picklige Jüngling an der Kasse blätterte in einer Motorradzeitschrift und dachte gar nicht daran, die Bremse wegen zwei Rentnern zu lösen. Als der Wind auffrischte, begannen die Gondeln leicht zu schwanken und die alte Frau rückte näher an ihren Mann heran. Arkadi warf eine Münze auf den Zahlteller. Aber ich will sofort fahren, verstanden? Das Riesenrad setzte sich in Bewegung und hob Arkadi über die Parkbäume empor. Obwohl der Himmel im Westen noch hell war, brannten die Straßenlaternen bereits und er erkannte deutlich die konzentrischen Kreise der Moskauer Ringstraßen. Arkadi lehnte sich in seinen Sitz zurück. Unter ihm erstreckte sich die sanfte Hügellandschaft des Parks, in der er die um diese Zeit unbeleuchtete Milizstation und ein Netz von romantisch verschlungenen Spaziergängern ausmachen konnte. Etwa 40 Meter nördlich des einen Fußweges, der parallel zur Donskoi-Straße und dem Fluss verläuft, waren drei Menschen ermordet worden. Trotz der herabsinkenden Abenddämmerung fand Arkadi die Lichtung mühelos, denn mitten darauf stand eine Gestalt mit einer Taschenlampe. Gorki Park von Martin Cruz Smith.